Und ein herzliches Willkommen zurück im Quafterwesen bei The Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Also auf sehr schwer. Mit mir, von mir, Gameplays als Hobby. Und ja, wir sind hier gerade in den jungen Jahren von Lara und suchen hier gerade gewisse Gegenstände. Cooler Tisch. Und ja, mal gucken, ob wir hier alles finden, was es zu sammeln gibt. Wir haben Sammelobjekte in der aktuellen Region 4 von 5. Ich nehme an, mit Region ist es hier draußen gemeint, also hoffentlich findet man noch alles. Ich laufe hier extra mal überall lang, wo man lang gehen kann. So, hier hinten war ich jetzt eigentlich auch schon. Außer sie hat hier hinten auch noch etwas versteckt. Könnte ich mir persönlich gut vorstellen. Ich habe mir auch gerne mal so ruhige Ecken hier gesucht. Als Kind, aber sie anscheinend nicht. Okay, hier scheint wohl erstmal nichts mehr zu sein. Gut, mehr wüsste ich nicht, was ich zu machen hätte. Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Auf jeden Fall war es anscheinend schon... Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Auf jeden Fall war sie schon als Kind lebensmüde. Wie es aussieht. Tapfere Abenteurerin, die Burg erklettern. Nee, hier ist nichts. Nee. Hat mich nicht gesehen, obwohl ich vorbeigehüpft bin. Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Er erwartet es auch schon von so einem kleinen Mädchen hier. Dass das Mädchen hier oben so rumläuft, rumklettert, wie auch immer. Okay. Runter geht's nicht. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Sie ist und bleibt lebensmüde. Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Okay. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Ich hoffe, mein Kind wird niemals so Langeweile haben, dass ich, dass mein Kind hier so auf der Schau rumkrabbelt. Wie kommt ein Slaub hier oben rein? Die kleine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr. Und denk nicht mehr daran. Oh mein Gott, ey. Bei dem Lärm muss doch mal jemand reagieren. Das sieht doch was nicht stimmt. Fast geschafft. Oh, ich habe schon wieder vergessen, die Zeit anzudrücken. Oh, so ein Mist. Na gut, so lange spiele ich jetzt noch nicht. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Ich glaube, hier oben ist generell so gut wie nie einer, oder? Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben.
Okay, hier gibt's nichts. Gut, dann verpasse ich ja auch nichts. Oder kann ich da hoch? Nee, klettern geht wohl nicht. Okay. Dann lassen wir das mal sein, dann gehen wir mal hier hoch. Über das unsichtbare Kraftfeld hinaus. Oh mein Gott, ey. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Ich würde das Kind dauer einsperren, ey. Mit Gittern hinterm Fenster. Boah, was eine Umgebung, ey. Was ein geiler Wohnort. Nur grün drumherum. Da hinten ist ein Schloss oder eine Kathedrale oder was auch immer. Das war's. Keine Stadt, nichts, nur Land. Das wäre ein Riesentraum von mir, so zu leben. Sehr geil. Kann man hier sterben eigentlich? Das wär's, ey. Ist halt wirklich... Ja, dann wirklich brutal. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Na, vorsichtig sollte sie schon sein, auf jeden Fall. Warum mache ich immer Dummheiten? Scheiße! Oh Gott. Unfassbar. Über ihre Kühnheit. Sie ist fast da. Wirklich lebensmüde, das Kind hier. Ich will immer noch da raus. Kann man nicht in das Spiel eintauchen und hier einziehen? So, was gibt's denn hier so alles? Nichts. Okay, reingehen geht wohl auch nicht. Geht also nur hier hin. Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Ein Herausforderungsgrab. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Heieiei. 30 Nord, 90 Ost. Tapfere Abenteurerin, die weiße Königin finden. Artefakte ansehen? Achso. Ja, 30 Nord, 90 Ost. Wir schauen uns generell mal alles an. Ein Zitat von Chaucer. Was ist besser als Weisheit? Frauen. Und was ist besser als eine gute Frau? Nichts. Auf jeden Fall. Gegen eine gute Frau kann man wirklich nichts sagen. Ha,
Germanisch. Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Harnische waren. Die armen Pferde. Cool, cool. König und weiße Königin. Da ist was in den Schilden. Haben wir jetzt alles gefunden? Wir haben Erfahrungspunkte gekriegt. Nee, haben wir immer noch 4 von 5. Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Eigenes Museum in den Wänden, nee. Maria Theresa starb qualvoll und der König sagte, das ist der erste Ärger, den sie mir bereitet. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Heiratete Maria Theresa und beendete so den Krieg mit Spanien. Oh, die Spiegelung alleine, ey. Cool. Echt klasse gemacht, das Spiel. Der Kopf von König David. Vom Schafhirten zum König, kaum zu fassen. Okay. Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein, aber nach seiner Segnung verwandelte sich das Gift in eine Schlange und er trank den Wein unversehrt. Okay. Quaff Private Collection. Wie gesagt, ein privates Museum zu Hause, geil. Dann auch so coole Sachen hier. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Ach ja, okay. Eine Rolle aus Byzanz. Gerechtigkeit ist das beharrliche Bestreben, dass jedem sein Recht zuteil wird. Kaiser Justinian. Schön. Das ist ägyptisch. Ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen. Ich sehe da kein Auge. Okay. Was macht das hier? Ost. Gut, also 90 Ost. Und 30 Nord. Entlässt die Liebe Licht um Trost. Geschafft. So cool. Croft hat das verbotene Mezzanin betreten. Sie muss vorsichtig sein. Ah, hier haben wir das letzte Fundstück. Brief an Auftragnehmer. Ich wollte Ihnen nur für Ihre Diskretion und die von Ihnen geleistete Arbeit danken. Der Aufbau des Gewölbes entspricht exakt meinen Vorgaben. Die Abschlusszahlung wird Ende der Woche bei Ihnen eingehen. Die Verzögerung war einem Buchungsfehler geschuldet, der inzwischen korrigiert wurde. Mit freundlichen Grüßen, Richard Croft. Welches Gewölbe? Das hier, wo wir gerade drin sind? Story abgeschlossen. Geheimnisse der Weißen Königin. Ein Tyrannosaurus Rex Baby. Ob es auch seine Mutter verloren hat? Kell, nee. Sehr wahrscheinlich, wenn es ein Baby ist. Ein Yatiri. Ein Heiler aus Südamerika. Okay. Oh, die Statuen kennen wir doch. Haben wir auch schon eine gesehen. Aber dazu sagt sie leider nichts. Genauso wie hierzu. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind wohl die zwei Hunde?
Tierschädel, Omen des Todes und Symbole großer Veränderung. Mhm. Das ist aus Kolumbien. Eine Senu-Häuptlingsmaske. Ob diese Augen Eldorado gesehen haben? Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Okay. Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Gold. Eine Ariki-Statue. Von den Cookinseln? Was sie alles weiß, die Kleine. 25. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Könnte aber auch alles davon draufstehen. Wir können es ja nicht nachlesen. Das ist griechisch? Nein, persisch. Was bewacht sie wohl? Was knackt hier denn so? Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Was hat sie wohl betrachtet? Wenn ich das wüsste. Die Todesmaske von Agamemnon, gefunden in Mykene. Eine Stammesmaske aus Afrika, aus Gold. Ashanti vielleicht. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Sehr interessant. Cool gemacht. Oh, hier ist auch eine Treppe. Okay. Keine wirkliche Treppe. So. Der Ritterschild reflektiert den Lichtstrahl. Mist, andersrum. Na, geht doch. Oh, ich kann es sogar mitten im Weg stehen lassen. Das ist ja gut. Hätte ich das vorher gewusst. Nur nochmal für euch, das sieht man hier, wie man es zu stellen hat. Die zwei Schilde plus die Krone in der Mitte. Hier haben wir die zwei Schilde. Königin, sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Wie geil, ey. Jetzt stehen hier so zwei Tempelritter. Jetzt kann ich sie befreien.
Na, dann befreien wir sie mal. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Huh. Ich stelle nicht auf das Mikrofon, Entschuldigung. Erstaunlich. Echt cooles Rätsel. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Das Atelier kennen wir schon aus Weiß auf den Turm, in der Blood Ties, was ich zuletzt der aufgenommen Pfad hatte. Sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen. Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Das kennen wir schon. Und ich muss gerade mal ans Telefon gehen. Morgen. Also, Dag mit Silberkrone? Ja. Was hält der Dschungel wohl heute für uns bereit? Ah, was es auch ist, wir schaffen's schon. Ey, schlimmer als gestern geht's ja nicht, oder? So, da kam ich doch jetzt gerade rechtzeitig wieder zurück. Jetzt habe ich leider den ganzen Rest nicht mehr mitgekriegt. Schade, aber ich habe es ja aufgenommen. Ich kann es dir selber nochmal gucken. Meine Freundin hat mir eben gerade angerufen. So, Mist. Ich meine, dafür ist es ja da, ein Handy, dass man jemanden nochmal kurz anrufen kann, wenn was ist. Aber gut, okay. So, Inventar. Individuelle Outfits, haben wir was Neues. Leopardensachen. Oberteil, Feinde Entdeckung. Feinde brauchen länger, um Lehrer zu entdecken und als Bedrohung zu identifizieren. Soll ich wohl anziehen? Und die Beine rennen ist leiser, wodurch Lehrer schwieriger zu entdecken ist. Okay. Wollen wir so rumlaufen? Über die Munitionsmenge, die unterwegs hergestellt wird, gewährt Bonus HP für lautlose Kills. Ja, das hier hatten wir ja eben gerade schon. Gesunder regeneriert sich in Kampfpausen schneller, gewährt zusätzliche Haut und Fett von Tieren. Achso, das Fett ist gar kein Öl.
Gewährt zusätzliche Pflanzen- und Mineralherstellungsressourcen aus jeder Quelle. Gewährt Bonus-EP für das Erlegen von Tieren. Keine Bonussachen. Ja komm, dann lassen wir das halt jetzt mal an. Was haben wir an Fertigkeitspunkten? 2 Stück, sehr schön. Dann kann ich das jetzt machen mit diesen Ausweichen und Kontern. Eventuell ganz praktisch. Drücken Sie C, um ungepanzerte Feinde auszuweichen, kontern Sie mit F. Das kennen wir schon. Sehr gut. Und damit sind wir schon bei 21 Minuten. Das war's schon wieder. Eigentlich haben wir jetzt hauptsächlich in ihrem Traum gespielt. Ist immer noch ein Ausrufezeichen? Ach so, weil ich hier Sachen aus den Gräbern bekommen habe. Auge des Adlers. Sie können schneller klettern. Okay. Erhöht effektiv die von der Annehmung. Pflanzen ermöglicht das zusätzlich Ausschwimmen von Feinden und Raubtieren. Effekt der Wahrnehmung, Pflanze halten länger. Das wäre natürlich sehr, sehr praktisch, so im Gegensatz dazu, dass wir jetzt eigentlich kein Dings mehr, Überlebensinstinkt mehr haben. Dann können wir so zumindest die Gegner, ja, bemerken. Leider keine Fundsachen, aber Gegner ist ja auch schon mal was. Sie können schneller klettern. Schau den Kauf von Munitions- und Ressourcentaschen mit großer Kapazität bei Händler frei. Kann man gebrauchen, irgendwann. Okay. Also, ja, wir haben ihre Kindheit jetzt so ein bisschen mitbekommen. Das war natürlich, das Ende war nicht mehr so schön, aber ansonsten, wo traumhafte Umgebung. Süße Geschichte, hat Spaß gemacht, echt klasse. Sie war ziemlich draufgängerisch, also hätte ich so ein Kind, ich würde wie gesagt nur noch einsperren. das würde ich niemals erlauben lassen, sowas. Ja, aber war cool, war klasse. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Dann könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben und ein Abo noch geben, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Hoffe ich doch. Und auch bei anderen Let's Plays vielleicht. Wer weiß, ich finde die zumindest gut. Vielleicht findet ihr die auch gut. Mal schauen. Und dann, ja, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Also auf sehr schwer mit mir von Nürnberg Gameplays als Hobby. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss.